Zu diesen Kern-Elternzeit-Betreuungsslots ist man dann schon eher mit Frauen unterwegs gewesen. Was? Damals. Ich bin auch gern mit Frauen unterwegs, war eigentlich okay. Man hat sich da jetzt nicht so gefühlt als Gleicher unter Gleichen, aber als schon einigermaßen akzeptierter und adäquater Ersatz. Ich glaube, viele Männer haben halt wirklich noch so ein bisschen die Angst um die Karriere und kriegen das teilweise auch, wenn ich mich so im Freundeskreis umhöre, wohl von ihren Chefs so wiedergespiegelt, so müssen wir mal schauen, ob das mit der Elternzeit so geht. Ich glaube, dann sind halt schon viele irgendwie sehr vorsichtig. Ich glaube, was echt das eigentlich fast Coolste ist, dass man einfach merkt, es gibt noch was anderes außerhalb von diesem Arbeitstunnel, der einen manchmal einfach so krass in Beschlag nimmt. Also ich habe das Gefühl, ich bin gerade extrem ausgeglichen. Das würde ich mir gerne erhalten. So. Viele sagen halt, sie bereuen es, dass sie halt einfach nicht die Zeit gehabt haben mit dem Kind. Wenn man dann halt irgendwie sagt, genau in der Zeit war ich im Büro gewesen, ärgert man sich vielleicht danach. Ich wollte das einfach so ein bisschen intrinsisch. Es wundern sich halt einige noch so, was jetzt, ne, irgendwie so auf der Ebene von Onkeln und Tanten so, wenn man denen halt irgendwie sagt, jetzt gerade beim ersten Mal, du bist jetzt daheim, hä, wie könnt ihr euch das leisten so, weil die dann denken, dass wir beide daheim sind so, ne. Ich kann es auf jeden Fall allen Vätern empfehlen, dieses Modell aufzufahren, mehr Elternzeit zu nehmen, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen in dieser wichtigen, kurzen Phase des Lebens. Ich habe extrem davon profitiert. Ich habe jetzt einfach eine tolle und erfüllende Zeit mit meinen Kindern gehabt und eine Beziehung aufgebaut, die auch darüber hinaus einfach cool halten wird. So.